Schatzsuche. Welcher Schatz liegt hier versteckt? Ein Kettenhemd gefunden. Wobei Kettenplatte. Naja, auf jeden Fall ein Item. Finde ich gut. Hier auch. Eisenrüstung. Ja, her damit. Sonst noch irgendwas? Nee. Das ist so ein Zwischenlevel. Lass mich mal in den Shop gucken. Oh, eine Kunde. Was möchtest du? Einfach nochmal gucken, was ich überhaupt habe. Damit R kann ich mir Info anzeigen lassen. Aha, siehst du mal. Da stehen dann nämlich so Sachen dabei. Kann man bei dir irgendwas Nützliches kaufen, mit dem ich was anfangen kann? Ich habe einen Hut, den noch keiner bei mir besitzt, für 800. Gibt die Reaktionsfähigkeit Pfeile aufhalten. Pfeile blocken. Das klingt doch nützlich. Ein Archer habe ich sogar. Nehme ich mal mit. Was haben wir hier so? Fangen. Ah, damit wurden, glaube ich, geworfene Items aufgefangen. Ich habe gerade auch eine Chainplate bekommen, daher ist das ganz nett. Erste Hilfe gibt es von dem Schwert. Speed. Klingt nett. Ist das teuer? Nee, noch nicht so teuer. Kämpfer und Gladiator. Da müsste ich aber erst Jobs wechseln. Da habe ich wieder Soldat. Power Break Palais. Okay. Clown. Dieb. Aber ich habe noch keinen Dieb. Ich könnte einem... Ich habe ja zwei Soldaten dabei. Einer davon könnte das haben. Ja, da ist alles möglich, ja. Natürlich. Fechter, Rotmagier. Ah, EMT ist der Elementalist. Elementmagier. Weißmagier. Sag für Weißmagier. Wenn der mit Heilen fertig ist, könnte er Protect bekommen. Nehme ich mal mit. Was haben wir da? Oh Gott, für drei Klassen. Die bringen nichts extra. Das könnte schon mal jemand lernen. Ich weiß gerade nicht mehr, was diese Fähigkeit bringt. Ah, Moment. Ich habe ja schon zwei. Brauche ich nicht. Die brauche ich ja nicht noch einmal. Monsterbank. Willkommen auf der Monsterbank. Wie kann ich dir helfen? Liste. Du musst erst ein Monster einfangen, bevor du es hier aufziehen kannst. Ja, den Monsterzimmer habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Grüße, wie geht's? Neue Missionen. Was haben wir? Eine Menge Sachen. Schnee in Lucia. Okay. Ein Duell. Irgendeine Jagd. Da kann ich Saves machen.
Ich mach's mal. Ich werde trotzdem nachher Emulator vorsichtshalber. Der kann ja seine eigenen Sachen nicht. Seine eigenen Safe-Games nicht immer lesen. Deswegen werde ich das nachher lieber doppelt absafen. Ja, noch mehr Zuckerstückchen. Gummistückchen. Danke dir. Ich werde hier wieder gut gefüttert heute. Hätte ich ihn heute noch nicht. Krokodil hatte ich noch nicht. Das passt zu dem Banga. Das könnte noch passen. Ein Schnulli hatte ich schon. Was ist das? Ein Vogel. Nehme ich den. Der hat sogar orange wie Mont Blancs Bommelchen. So. Aber ich glaube, meine Stimme kratzt so ein bisschen. Ich muss nach der nächsten Mission dann aber Schluss machen. Zu viel zu lesen. Ich wollte mal in meine Truppe gucken, ob man noch Sachen ausrüsten kann. Wo kann ich mir denn den Status ansehen, welche Fähigkeit noch? Könnte man doch irgendwo einsehen, wie lange man noch braucht. Wo war das? Das R zeigt mir nur an, dass ich diese Fähigkeit lernen kann. Aber wo war, wie lange ich noch brauche, bis ich das gelernt habe? Hat jemand mal irgendwas noch nicht fertig gelernt? Du riechst auf jeden Fall mal den Hut. Ja, so. Weil du kannst das lernen. Aber wie sehe ich das nochmal? Verdammt, ich bin mir sicher, das ging, aber wie ging das noch? Ich muss das ja wissen, wenn eine Fähigkeit fertig gelernt ist, dass ich die Sachen austausche. Ihr könnt sogar Shieldbearer nehmen. Aber was bringt diese Fähigkeit nochmal? Ah, so, hier. Bei Abilities. Du hast Erste Hilfe noch nicht fertig gelernt und das auch noch nicht. Du musst die Sachen auch noch lernen. Du bist auch noch am Lernen. Du lernst Wirbelwind. Du lernst heilen noch. Und du lernst diese Sachen. Das wollte ich wissen. Okay, bei den Fähigkeiten müssen wir das nachgucken. Bevor ich in die nächste Mission gehe, mache ich einmal kurz. Hier war das. Also. Dann nehme ich noch eine Mission an. Gibt es hier noch was Neues? Oh, da ist tatsächlich was. Verschneiter Pass. Schnee in Lutia. Schnee wurde berichtet, dass der große Menge in Lutia niedergeht. Während sich die Eltern Sorgen machen, was der Grund für dieses seltsame Wetter sein könnte, genießen die Kinder den Schnee. Haben Spaß.
Okay. Welche Mission soll ich denn annehmen? Je teurer sie sind, desto schwerer sind sie natürlich auch. Ich wäre dafür, klein anzufangen mit dem Duell. Miyoko möchte Feuer sehen. Feuer, Feuer. Oh. Eilnachricht. Feuer in der grasgrünen Straße ausgebrochen. Brauchen Hilfe beim Löschen. Kampf gewinnen. Ein Haufen Geld. Ein Item namens Sprinkler, eine Waffe namens Silberrapier. Spezielle Anforderung keine. Feuer löschen gehen, sagst du? Wenn keine Gegenstimmen kommen, dann würde ich diese Mission machen. Aber wo ist diese Straße? Items können wir nicht mitbringen. Wenn ich Sprinkler schon hätte, würde ich es damit reintun. Weil es bringt, glaube ich, dann was gegen Feuerattacken oder so. Noch für 10 Tage zur Verfügung. Wenn ich es in den 10 Tagen nicht erledige, wird sie als failed rausgeschmissen wahrscheinlich. Hat uns 600 gekostet. Okay. Und wo findet die jetzt statt? Hier in Cyril, okay. Dann gehen wir mal Feuer löschen. Bomber! Ja, okay, das hätte ich erwarten müssen. Es ist ein Final Fantasy-Spiel. Ich hoffe, das bereue ich jetzt nicht. Bomber sind fies. So, die guten Kämpfer nach vorne. Die Magier eher nach hinten. Dass die nicht sofort was abkriegen. Wie viele sind's denn? 4. Okay. Nee, ich wollte nicht deine Info. Ich wollte die Gesetze-Info hier. Was heißt ganging up? Ganging up on someone ist, wenn halt mehrere gegen einen gehen. Darf ich mit mehreren Leuten hintereinander vielleicht nicht denselben angreifen? Ich glaube, so ist es gemeint. Oh je, schaut euch all diese Bomber an, die werden die ganze Stadt niederbrennen. Vor allem muss ich aufpassen, die explodierten noch zusätzlich, glaube ich, nach einem kurzen Countdown. Bomber sind immer fies. Nicht so fies wie jetzt ein Mobol, aber trotzdem. Ja. Ah, verdammt, der wirkt nur im Kreuz. Ach, verdammt. Der Wirbelwind ist nur ein Rundumschlag, der mir hier aber jetzt nichts bringt.
weil ich die nicht treffen kann. Du boostest mal. So. Jetzt kommt der von da oben runter. Du hältst dich hier hinten. Wobei. Ah, nee. Das ist ja eine Fähigkeit vom Stab. Ich muss den Stab dafür austauschen. Ich kann keinen Protect zaubern gerade. Okay, dafür hat er jetzt gleich was zu tun. Zählt das als Gänger? Der Banger hat ihn ja nicht angegriffen. Ich bin mal gespannt. Ja, okay. Ich habe einen Richterpunkt dafür bekommen. Ah, weil ich dieselbe Aktion wie der vorher ausgeführt habe. Und das war ein einfacher Angriff. Deswegen habe ich einen extra Richterpunkt bekommen. Aber wenn ich jetzt den nochmal auch angreifen würde, kriege ich, glaube ich, Ärger wegen Gänger. Du fängst die da drüben mal ab. Du kommst halt nicht sehr weit, aber du kannst zaubern. Und meines Wissens waren die schwach gegen Eis. Jawollo, den habe ich getroffen. Der kommt noch ein Stückchen näher. Ja, macht das. Dahin. Es zählt ja trotzdem nicht als Gänger, bis in Sachen zwischendurch passiert. Hoffe ich. So, der ist weg. Ja, natürlich. Der heilt die mit Feuerzaubern. Ah, aber er trifft dich. Okay. Oh, wenn jetzt Mont Blanc dran gewesen wäre, aber das wäre natürlich doof, weil die heilen sich, wenn ich da Feuerschaden drauf mache. Das ist nicht gut. So. Hatte jetzt jemand was abbekommen? Ah ja, genau, du. Heilen ist nicht verboten. Hehe. Dann nutzen wir das mal schnell. Anders bekommt er jetzt gerade keine XP. Besser als nix. Der geht da hinten hin mit seinem Schokobo. Was hast du vor? Feuerschaden. Oh, der Punkt für Copycat wäre jetzt so nice. Aber kann ich leider nicht. Ich will dich nicht heilen. Brr. Dahin. Also, machst du ihn weg? Jawohl.
Die ganzen Richterpunkte bringen mir jetzt nur wenig, wenn ich noch keine guten Kombo-Sachen habe. Naja. Na. Der macht auch einen simplen Angriff, kriegt dafür einen Richterpunkt. Natürlich. Auch die Gegner kriegen Richterpunkte. Nee. Du wartest. Erreichst du einen von den beiden? Ja, den da oben. Sehr gut. Sehr schön. Schwarzmagier sind immer gut. Er müsste den Weg da außen rumlatschen. Das geht gerade nur nicht. Du wartest hier mal. Wenn der jetzt nicht da runter hüpft, kann ich den mit meinem Banger da schlecht erwischen. Der müsste erst den Weg da rechts außen rumlaufen. Weil der nicht einfach so das Haus da hochklettern kann. So. Das könnte aber reichen, oder? Wie viel der hat... Nee, der hat noch 22. Das schafft sie nicht. Na gut. Hey! Ist da einfach ausgewichen, der Blödi. Tschüss. Ist der einfach ausgewichen. So. Komm mal ein bisschen mehr in die Mitte. So. Kannst du mal bitte meine Viera in Ruhe lassen? Oh. Er kommt nicht so weit. Ah. First Aid auf sich selber macht keinen Sinn, wenn man nicht angeschlagen ist. Soll ich den weg? Ich hau den weg. So. Statt zu heilen. Dann ist sie auch aus dem Schneider. Bitte, komm. Triff. Ja, sehr gut. Okay, in die Richtung gucken. Beide Wege außen rumlatschen ist doof. Ja, komm, geh mal dahin. Bringst du es zu Ende? Komm. Wir löschen vorher mit Eis. Ja, sehr gut. Sehr schön. Miyoko, hast du gut ausgesucht? Haben wir geschafft. Das Feuer ist gelöscht. Zum Glück haben wir es aufgehalten, bevor es sich in andere Straßen ausgebreitet hat. Ich habe irgendwie diesen Timer mit dem Explodieren vermisst. War das in Tactics anders? Nee, ich bin mir da sicher. Naja, gut. Wir haben ein Rapier und das Item Sprenkler bekommen. Und eine Menge Geld. Sehr schön.
Aber meine Stimme macht von dem ganzen Vorlesen, ja klar, am Anfang viel Story und bla, fängt die jetzt langsam an zu kratzen. Deswegen würde ich hier Feierabend machen. Ich werde ein System Save machen. Und einen Emulator Save. Doppelt hält beim Visual Boy bekanntlich besser. Nein, das war das falsche Feature. Da muss ich hin. So. Ich kann natürlich mal zum Spaß hier auf Load gehen. Wobei, ja, das macht einen Unterschied natürlich. Ja, jetzt lief nämlich gerade der Spielstand natürlich noch. Wenn ich den Emulator aus und wieder anmache, ist das wahrscheinlich was anderes. Ja, ist nicht der Beste, aber er erfüllt seinen Zweck, solange ich keine Capture Card habe. Für manche Spiele werde ich ihn trotzdem benutzen, wenn ich meine Daten auf dem Original nicht löschen möchte. Aber hier hätte ich, wenn ich das jetzt nicht hier jetzt schon spielen würde, sondern erst später, wenn ich ein Capture Card und ein GameCube angeschlossen hätte, hätte ich theoretisch auch einen zweiten Save machen können, ne? Naja. Bei anderen Spielen kann man sich das ja dann aufheben, so.